So, nun kann ich jetzt hier mal etwas zeigen, das ich schon öfter mal in meinen Videos erwähnt habe, zum Thema Verwechslungsgefahr. Und zwar habe ich jetzt hier zwei Gallenröhrlinge gefunden. Und da nehme ich jetzt mal einen raus, ja, nehmen wir vielleicht den oberen, dass man mal sieht, den Unterschied zwischen Gallenröhrling und Steinpilz nochmal. Ja, also beim Gallenröhrling jetzt hier sieht man ganz deutlich, der hat also ein relativ dunkles Netz auf dem Stiel. Ja, dunkle Netzzeichnung. Das kann beim Steinpilz auch vorkommen, wenn er älter wird, aber der hat in der Regel erstmal ein weißes. Vor allem die Exemplare, die nur richtig gut für die Pfanne geeignet sind, die haben also eher ein weißes oder helles Netz auf einem dunkleren Grund. Und beim Gallenröhrling ist es schon von vornherein immer ein dunkles Netz. Und was man jetzt hier auch sehr schön sieht, also die beiden Fruchtkörper, die sind ja jetzt auch schon ziemlich weit aufgeschirmt und also erst schon etwas älter. Und beim Steinpilz wird natürlich der Schwamm unten dann so gelblich bis ins Olivgrün gehende. Und es bleibt also hier beim Gallenröhrling immer hell, eigentlich mit so einem leichten Rosa-Stich sogar. Und bei Verletzungen oder bei Druckstellen sieht man jetzt hier natürlich jetzt nicht direkt, da ist jetzt nichts angeknabbert oder so, aber da wird es dann auch eher braun. Ja. Der Steinpilz, der bleibt also innen drin immer weiß. Ja, von der Hutoberfläche kann man sie natürlich schon verwechseln, mit dem Sommersteinpilz zum Beispiel von der Farbe her. Aber wenn man die Merkmale, also wie gesagt, Stiel, Netzzeichnung und den Schwamm beachtet, dann sollte eigentlich nichts schief gehen. Kommt immer mal wieder vor, aber man versaut sich halt dann wirklich die ganze Pilzmahlzeit, weil die halt wirklich, wie der Name schon sagt, nach Galle, Kotze, wie auch immer schmecken. Sollte man nicht essen und tunlichst vermeiden.